Oh Gott. Mann, ey, das ist so dumm. Mann! Warum bin ich da nicht abgesprungen von dem Teil? Oh, das Spiel ist die reinste Katastrophe, ey. Anstrengend ist es nicht, es ist einfach nur verdammt nervig, jedes Mal dahin zu laufen. Oh. Wenn wir hier diesen ollen Spacken zu besiegen, der einfach total unnötig ist, weil er einfach mega easy ist. Und einfach mal saulange Zeit braucht, bis er mal tot ist. Hier hätten sie einen Checkpoint hinmachen können, das wäre okay gewesen, aber nicht da vorne. Jetzt hänge ich hier schon seit 50 Minuten dran. Das kann doch nicht sein. Ich mache das natürlich extra, um das Let's Play ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ist klar. Ja. Okay, war doch okay. Hab's gerade schon gedacht, ich krieg da jetzt übelste Probleme. Da war ich jetzt selbst dran schuld. Das habe ich selbst mitgekriegt. Ja, das war klar.
Ja! Ja? Sie beschwert sich. Sie. Jetzt springt sie weg. Bombe. Natürlich haben wir das überlebt. Und da ist eine Statue. Sie war unter dem Totenkopf oder whatever das war, keine Ahnung. War sie graben. Und da oben ist Mario. Hallo Mario. Und Mario nimmt die Statue mit. Und fliegt weg. Was hat Wario da überhaupt auf dem Kopf? Achso, das war die... Ah, okay. Das war die Wunderlampe. Total gierig. Baseball. Na, und? Das ist rot. Eins. Was zeigt er uns? Achso, er darf sich einen Wunsch wünschen. Was wünscht er sich? Ein Castle, ein Schloss. Ist das Wort nicht eingefallen. Dafür will er Geld, oder was? Ich kann ja meinen Controller, denke ich mal, weglegen. So, 300 haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Ah. 10.728. Das gibt uns 2.000 dazu. 7.000. Das Messerchen. Das erste weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. Habe ich gar nicht aufgepasst. Die Wunderlampe, den kleinen, 9.000. Was ist das? Ach, dieses Diadem, heißt das so? 6.000. Diadem. Erinnert mich an irgend so ein, weiß ich nicht. Mal 9.000. Ich hoffe, dass wir jetzt auf die 99.000 kommen. Der Wal bringt 7.000. Der hätte eigentlich 9.999 sein müssen. Meine Nase juckt schon wieder. Ah. Wir sind jetzt bei 58.000. Baseballhandschuh 4.000. Sieht irgendwie sehr knapp aus. 70.000. Obwohl, geht eigentlich. Zählt es nochmal mindestens 5.000. Ja, 4.000. Jetzt sind wir schon mal 80.000. 7.000. 87.000 jetzt schon. 92.000. Okay. Haben wir. Sehr gut. Jetzt haben wir das beste Ende. Wie er guckt, das ist so unfassbar. So. Ein Geldbeutel. Zwei Geldbeutel oder Geldsäcke. Drei Geldsäcke.
4 Geldsäcke. Und einen 5., weil wir noch so geil waren. Und noch einen, weil wir so geil waren. Das ist ein Riesensack, ey. Also nicht ein Riesensack, sondern ganz viele. Einfach hochgeschmissen, genau. Zauberer. Da drüben kannst du gucken. Okay. Okay, wir haben nicht das Schloss bekommen, sondern eine ganze, ich denke mal, eine ganze Weltkugel mit unserem, mit unserer Fresse drauf. Mario Land Staff. Ein bisschen lesen jetzt. Japanische Namen. Director. Oh mein Gott, das ist übelst am... Kiyotake Hiroji. Hosokawa Takehiko. Programmer. Yamanaka Masaru. Das hört sich so scheiße an. Ogawa Yutsuru. Hirano Isao. Katsuki Yoshiniro. Und ein Traktor. Grafikdesigner. Kiyotake Hiroshi. Den hatten wir auch schon mal, ne? Yosakawa Takehiko. Sugino Kenichi. Music Komponist. Meine Nase. Composer. Yoshitomi Ryoichi. Ishikawa Kotsue. Ishikawa. Rai Ishikawa, genau so hieß er. Package Designer. Nomura Fujiko. Nakano Iyusuke. Special thanks to Itsushi Takehiro. Yamamoto Masao. Harada Takahiro. Otsaki Nobuhiro. Dan Osen. Dave Brooks? Oh, der sieht komisch geschrieben aus. Tamura Kaiko. Mary Kokoma. Hiro Yamada. David Patton. Graham Archer? Oder so? Keine Ahnung. Shibata Satoru. Testing Player. Okada Masaru. Kano Makoto. Sakashita Masafumi. Fukui Kota. Terasaki Kaizuke. Mashimo Masahiko. Jetzt ist aber langsam mal gut, ey. Ich muss noch was über das Spiel erzählen. Yamagami Hitoshi. Totaka Katsumi. Yamane Tomoyoshi. Wenn die Nase läuft. Hori Yui. Imoto Takashi. Kaneshige Tsutomu. Kawano Masahiro. Nagareda Takeshi. Takeshi's Castle ist cool. Matsumura Satoshi. Yamamoto Yukihiro. Yamauchi Makoto. Anamanaguchi. Nogomi Satoshi. Takoishi Aiko. Maruno Atsushi. Wie viele Leute haben denn da getestet, bitte? Wollte schon sagen, ey.
Producer Yokoi Gumpai. Der Name sagt mir irgendwas. Presented by Nintendo. Jetzt Musik aus, oder was? Ah, okay, kann man hier Start drücken? Nein, das Spiel ist einfach zu Ende. Toll, jetzt habe ich noch nicht mal Musik im Hintergrund. Ich lasse die Musik jetzt einfach... oh! Perfect Game. Ach, schön. Perfect Game. Ich denke mal, wenn wir dann andere Enden hätten, würde da dann... okay, Game oder sowas stehen. Keine Ahnung. Ja. Ich tue einfach die Melodie, die vorher im Hintergrund war, einfach nochmal hinten dran schnibbeln. Dann ist es nicht so ganz leise. Ja, und zwar, das Spiel hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben den Endboss besiegt. Jedenfalls kam mir das nicht sehr bekannt vor. Vor allem auch die letzten Level. Ich glaube, als kleines Kind bin ich nie so weit gekommen. Ja. Also die ersten Level sind echt piss einfach, wobei in den ersten Leveln auch die schwierigsten, verstecktesten Schätze sind, meiner Meinung nach, weil man halt gegen die Wand fliegen muss und durch den Aufprall nach hinten dann nach oben geschleudert wird. Und dann kann man halt in dem Bildschirm, den man eigentlich gar nicht sieht, kann man dann nach rechts laufen und dann sieht man halt, yo, da ist jetzt auch ein Eingang, ne? Das einzigst böse, der einzigst böse Schatz, der zum Ende hin war, war halt der, wo man nach oben springen konnte. Aber das war auch markiert dadurch, dass da einfach so ein Stein so auffällig irgendwie am oberen Bildrand war. Von daher, jo. Weiß nicht. Also, es ist... Also, die ersten Level sind piss einfach. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man... relativ früh schon auf Sherbetland kommt, auf diesen Eisblock. Da kann man eigentlich schon hin, bevor man bei dem Mount Teapot oder wie der heißt, da hat man erst zwei Level gemacht oder so und dann kommt man dann schon direkt darüber, obwohl es eigentlich viel schwerere Level schon sind. Fand ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ansonsten hat mir das Spiel ziemlich Spaß gemacht eigentlich. Ja, zum Ende hin wurde es dann irgendwie immer ein bisschen... Weiß ich nicht, das Spiel mag mich, glaube ich, nicht, weil halt teilweise, ihr habt gesehen, ich bin einmal durch diesen Block durchgefallen, diesen Sprungblock, dann bin ich mehrfach bei diesem Geisterlampengeist auf den Kopf gesprungen und er hat das einfach nicht gewertet und, ach, weiß ich nicht, da hätte man was machen können. Ja, aber ansonsten ist das Spiel eigentlich sehr spaßig und, was ich noch vielleicht sagen könnte, zu den verschiedenen Enden. Also je mehr Münzen man hat, desto besser ist halt das Ende. Wir haben jetzt halt die ganze Welt bekommen. Ich glaube, das da drunter ist dann halt ein Schloss. Und dann wird es halt immer kleiner und ich glaube, das wenigste, was man bekommen kann, ist, glaube ich, ein Zelt oder so. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, der Christoph hatte mal alle Enten hochgeladen. Meine ich mal. Ich weiß nicht, ob das der Dennis gemacht hat. Aber mit Christoph bin ich mir, glaube ich, recht sicher, dass er es getan hat. Wenn ich mich irre, tut's mir leid. Aber das findet man bestimmt auch so im Internet, was man da bekommt. Es gibt auch bestimmt Videos von. Aber das wäre mir da zu viel Aufwand, das dann noch irgendwie zu machen. Weil dann möchte ich das ganze Spiel ja nochmal durchspielen. Ach ja. Jo. Das war's, glaube ich, was ich sagen wollte. Das nächste Let's Play, habe ich ja schon mal am Anfang dieser Aufnahmesession angeschnitten, wird ein Together mit dem lieben Dominik, also dem MacGyver. Und zwar wird das Poppin' Twinbee für den Super Nintendo. Ja, ich glaube, wir haben 3 Stunden oder so aufgenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben zwischendurch noch gegessen, habe ich die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen. Wegen Synchronisieren und so. ja. Ihr werdet es dann ja sehen. Ist auf jeden Fall nicht so ein langes Projekt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hierfür gebraucht habe.
Aber doch schon, also es, für Gameboy-Spiele ist es schon recht lang, eigentlich. Wenn man es jetzt nicht mit Pokémon und so vergleicht, aber für so ein Jump'n'Run für ein Gameboy finde ich es doch recht lang. Ist das jetzt gerade eine andere Musik? Lustig, dass sie jetzt einfach nur mal anfängt. Nee, ich glaube, es ist aber die gleiche. Jo. Also, jetzt kommt erst das Projekt mit mir und dann. Mit mir und Dominic. Pop und Twindy für den Super Nintendo. Und danach kommt dann. Bastion oder Bastion für den PC. Ja, danach weiß ich noch nicht so ganz, was ich mache. Ich habe da zwar schon was im Kopf, aber. Oh. Das muss ich mir erst noch mal überlegen, ob ich das wirklich jetzt nach Bastion dann mache. Weil ich kann jetzt Bastion jetzt auch nicht so einschätzen, wie schwierig das ist. Ich habe da zwar schon mal ein bisschen was gezockt, aber überwiegend mit Tastatur. Mit Tastatur ist es echt schwierig zu spielen, weil der halt so isometrisch läuft. Und man kann da nicht so quer laufen, weil der da nicht quer läuft, so wirklich. Aber ich habe ja jetzt einen Controller, ich habe das alles schön konfiguriert. Und ja... Das sollte dann funktionieren, wenn es soweit ist. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Nur zum Ende hin wird das Spiel ein bisschen arschig zu mir. Aber, ja. Jo, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder.